Wiesengaudi TV live für euch mit dabei, der zweite Tag von der Wiesn 2013. Wir stehen hier mittendrin beim Schützen- und Trachtenumzug und ihr seht das alles online. Und neben mir steht jetzt der Herr Bertel Max. Der Herr Bertel Max vom Bayerischen Trachtenverband. Und Sie sind ja jetzt mit dabei beim Schützen- und Trachtenumzug hier in München. Erzählen Sie mal, wie kommt das zustande und das wievielte Mal sind Sie denn schon mit dabei? Wir sind heute als Bayerischer Trachtenverband im Block das erste Mal dabei. Das erste Mal dabei? Ja, einzelne Trachtenvereine sind schon lange dabei, überhaupt Münchner Vereine oder im Münchner Umfeld sind ja schon viele, viele Jahre dabei. Aber wir im Block als Gesamtheit, Bayerische Trachtenverband, sind das erste Mal dabei. Was ist eigentlich der Hintergrund hinter dem Bayerischen Trachtenverband? Wie muss ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Ja, der Bayerische Trachtenverband, wie es der Name schon sagt, ist natürlich in ganz Bayern, gleich in Hof und in Aschaffenburg und in Berchtesgaden und in Kempten, überall daheim, sind ja 815 Trachtenvereine und ca. 165.000 Mitglieder, Erwachsene und ca. 100.000 Jugendliche. Und wenn Sie jetzt mit dabei sind heute das erste Mal, das ist ja Premiere dann für euch alle, wie viel seid ihr heute, die mitlaufen? Ja, der Premiere ist es nicht für alle, weil ja einzelne Vereine schon selber mitgehen, ja. Aber wir sind jetzt da 22. Was ist Ihr Tipp für die Wiesn hier in München? Für jeden, der jetzt vielleicht gerade zuschaut oder jetzt noch zur Wiesn anreist? Also mein Tipp ist da die alte Wiesn. Die alte Wiesn, da sehe ich wirklich das Echte und das, was Oktoberfest für mich ausmacht. Das andere ist für mich, ja, da bin ich vielleicht in meinem Alter, das ist mir zu laut und zu viel. Ich kann nicht mehr reden miteinander. Viele müssen ja in so einem Zelt drin, nur mit SMS sich unterhalten. Aber Bedingung ist, das Netz muss stehen und man muss ins Zelt reinkommen. Ja, freilich, ja, aber wenn ich jetzt hier an der alten Wiesn bin und sitze am Tisch und kann jetzt wir zwar so über Mund uns unterhalten. Das ist doch nur das A und O, man wird ja arm. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Da würde ich sagen, wir nehmen den Tipp an, schaut mal auf die alte Wiesn und eigentlich noch einen schönen Umzug. Und vielleicht, ich hoffe, bis zum nächsten Jahr. Ja, schauen wir mal. Freilich, wir sind jetzt fest ein Jahr dabei. Super. Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr. Servus. Ja.